Die LMBV, ein eingespieltes Team. Mit den Erfahrungen aus rund 20-jähriger Sanierungsarbeit im ostdeutschen Braunkohlenbergbau. Die LMBV, ein Team mit Ausdauer und Sportqualitäten. Am Ruder LMBV-Chef Prof. Dr. Mahmut Kuyumcu seit insgesamt 4.745 Tagen. Wassermarsch, eines von vielen Startsignalen der vergangenen Dutzend Jahre bei der Verwandlung der Braunkohlenreviere. Die Restlöcher des Tagebaus Espenhain, verwandelt in den Störmtaler und den Markleeberger See. Und dem Flutungsbeginn folgt der symbolische Spatenstich für den Bau der Vineta-Kirche in Erinnerung an das Magdeburner Gotteshaus. Inzwischen der schwimmende Startplatz für unzählige Ehen, sturmerprobt auf hoher See. Und der Flutung der Gruben folgt eine Flut von Investitionen an den Ufern. Ein herzliches Glück auf für die herannahende Eröffnung. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Dr. Kuyumcu. Das Ende der Flutung als Beginn der neuen Nutzung. Frühere Generationen der Leipziger Metropole lebten mit der Energie und den Umweltbelastungen im Süden der Stadt. Heutige und künftige Generationen leben in und mit einer attraktiven Erholungslandschaft. Daneben und dazwischen Verbindungen zu Lande und zu Wasser, von den Sanierungsbergleuten gegründet. Erster Spatenstich mit Baggerschaufel für das Schleusenbauwerk, gefeierte Tage, denen das Vielfache an Arbeitstagen folgt, unzählige Facetten des LMBV-Alltags, oft unbeachtet, aber unerlässlich für den Erfolg. Umso größer die Befriedigung, wenn die Arbeit bewältigt ist. Im Namen der LMBV begrüße ich Sie alle mit einem herzlichen Glück auf. Wir, die Sanierungsbergleute und Seenmacher, freuen uns auch, dass heute unsere wunderschönen beiden Bergbau-Folgeseen zueinander finden, miteinander in eine Ehe eingehen. Eine Seenhochzeit mit der LMBV-Schleuse als Standesamt. Eine von vielen im Mitteldeutschen wie im Lausitzer Revier. Es entsteht hier eine schiffbare Seenverbindung. Die erste der insgesamt 12 Verbindungen für die künftige Lausitzer Seenkette in Brandenburg und Sachsen. Zwei Bundesländer in einem Boot, um die Bergbauseen der Lausitz irgendwann zu verheiraten. Die ersten Hochzeitsvorbereitungen, die arbeiten am ersten Kanal hier schon seit 2002. Der Barbara-Kanal mit seinem Überleiterbauwerk. 1150 Meter zwischen Partwitzer und Geierswalder See. 13 Monate zwischen erstem Spatenstich und Einweihung. Es ist heute ein schöner Tag für das Lausitzer Seenland. Ein schöner Tag für die Lausitz. Erhalten doch unsere Visionen über die Bergbaufolgelandschaften. Mit dem heutigen Anlass, mit dem heutigen Bauwerk, wieder ein gutes Stück mehr fassbare und attraktive Gestalt. Facetten eines LMBV-Jahrzehnts. Arbeiten und feiern an Überleitern im Wettlauf mit den steigenden Flutungsständen der Bergbaufolgeseen. Wie Sie wissen, werden wir die LMBV als Abschluss unserer Sanierungsmaßnahmen insgesamt 28 größere Bergbaufolgeseen in der Lausitz schaffen. Zusammen mit den neuen Gewässern im mitteldeutschen Revier werden wir so
insgesamt über 25.000 Hektar Seenflächen entstehen. Ein weltweit einzigartiges Projekt. Die Verbindung von Schwarzer Elster und Neuwieser See, der erste Flutungsschritt. Die Verbindung von Neuwieser und Partwitzer See, das größte Schleusenbauwerk im Lausitzer Seenland. Bauarbeiten über 3 Jahre. Seen mit unterschiedlichen Endwasserständen werden verbunden, Seen aus verschiedenen Bundesländern. Genauso wenig wie es für die Wiedervereinigung Deutschlands kein Lehrbuch gab, gibt es natürlich auch für eine Entstehung eines solchen Seenlandes wie diesen keine Vorlage, keine Blaupause. Hier passiert etwas zum ersten Mal, nicht nur in Deutschland, sondern wahrscheinlich im internationalen Maßstab. Diese schwierige Ausgangsposition als eine riesige Chance zu entdecken, da bin ich all denen dankbar, die sich damals nicht haben irre machen lassen, sondern die gesagt haben, hier ist ein Potenzial. Hier ist ein Potenzial, von dessen Größe wir jetzt noch nicht mal was ahnen. Und das wird über Jahrzehnte, wenn nicht über Jahrhunderte wirken. Nach dem ersten Überleiter in der Lausitz die nächsten. Schon Routine für die Sanierer der LMBV. Der feierliche Beginn der Arbeiten am künftigen Sornoer Kanal. Der Spatenstich am Überleiter 10. Ein Ministerweiterbildungskurs zum Baggerfahren. Also auf gelungene Massenbewegung vom Minister. Die Entstehung des Sornoer Kanals. Vom Herbst 2004 bis zum Januar 2006. Erdbauarbeiten am Geländeeinschnitt, parallel mit den Betonarbeiten am Regulierungsbauwerk. Die Arbeiten am Überleiter 10 parallel zu den Arbeiten am Überleiter 8. Die Besonderheit dabei, die Baupläne der Regulierungsbauwerke beider Kanäle sind identisch. Ökonomische Projektentwicklung, für die sich auch Infrastrukturminister Dr. Woidke interessierte. Und auch die Einweihung der beiden Kanäle am gleichen Tag mit einem Knopfdruck. Freigabeökonomie bei der LMBV. Die neuen Wasserverbindungen im Seenland, attraktive Anziehungspunkte für Ausflügler. Als Markierung dienen ihnen die neuen Landmarken der Lausitz. Mit ihrem ausgefallenen Material, einem rostigen Stahl, sowie ihrer herausragenden Dimension erinnert sie von hier betrachtet an die riesigen Großgeräte von uns, an die Stahlkolosse der Bergleute in den Tagebauen. Gleichzeitig schafft sie einen neuen, attraktiven Zugang zum Lausitzer Seenland, und zwar, wie Sie sehen, aus 9 Etagen und verschiedenen Sichtwinkeln. Neue Seen, neue Wasserverbindungen, neue Landmarken. Stufen einer logischen Entwicklung der touristischen Angebote. Eine weitere am Partwitzer See. Glück auf! Ja. Das erste der schwimmenden Häuser als Experimentalbau im Lausitzer Seenland. Die Eröffnung im Juni 2006. Und weitere an weiteren Bergbauseen sollten folgen. Und Schiffsanleger und Badestrände, Bootsvermietungen und gastronomische Einrichtungen. Und weitere Überleiter erweitern das Netz der Seen. Das Land Brandenburg und der Freistaat Sachsen sowie die Lausitzer Kommunen haben rechtzeitig mit vielfältigen Infrastrukturprojekten die neue Lausitz attraktiv zu gestalten. Wenn wir jetzt ganz leise weggehen, machen die Kinder das hier wahrscheinlich fertig. Der Überleiter 12, eine der am meisten besuchten Baustellen. Minister Vogelsänger 2010 vor Ort. Einnahmequelle für Lausitz Tourismus und das passt ja auch zusammen. Der Koschener Kanal mit der Kreuzung zweier Wasserstraßen. Eine der kompliziertesten und am heftigsten diskutierten LMBV-Baustellen, in mehreren Etappen realisiert. Im November 2011 fließt die Schwarze Elster in ihr neues Bett. Im Sommer 2013 die Eröffnung des Koschener Kanals.
Die erste Schleusung von einem Gewässer zum anderen im Lausitzer Seenland. Der Start heute war hervorragend. Und wie der Herr Ministerpräsident vorhin schon gesagt hat, zum richtigen Augenblick kam dann auch auf die Sonne. Bergbauseen zwischen Senftenberg, Spremberg, Hoyerswerda. Doch die Kreise der LMBV sind wesentlich weitergezogen. Werden wir heute das Bauwerk in Betrieb nehmen, mit dem wir das Wasser der Schwarzen Elster über die Restlöcher 28-29 zur Flutung des Bergheider Sees heranziehen wollen. Die Flutung bis 2015. Doch schon 2002 wurde am Rand das Besucherbergwerk eingeweiht. Dieses große, anmutig ästhetische Kunstwerk der Bergmenschen Ingenieurtechnik ist eine Brücke zwischen dem Tagebau von damals und dem schönen See von morgen und auch als Zeuge der Umstrukturierungsprozesses jeden Tag vom Neuen eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Auch im Nordwesten der Lausitz der ehemalige Tagebau Greifenheim. Walten Sie Ihres Amtes den Weg des Wandelns zu eröffnen. Das ist doch schön, ey. Das ist toll. Ja. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Hier. Unser Fotograf. Ja. Ministerin Wanka am Altdöbener See zur Halbzeit der Flutung. Jahrzehntelange Entwicklungen unter Regie der LMBV. Tief im Südosten der Lausitz der ehemalige Tagebau Berzdorf. Bis 1997 wurde in Berzdorf Kohle gefördert. Dann das Aufräumen in der Grube, die Vorbereitungen für die Flutung. Wasser, Marsch! Die Flutung in Berzdorf ab 2004 mit dem Wasser der Neiße. Der östlichste See Deutschlands entsteht. Im mitteldeutschen Revier als erster vollständig saniert der einstige Tagebau Kospuden. Seit der Jahrtausendwende hat er seinen Endwasserstand erreicht, erlebt er eine rasante Metamorphose zum Naherholungsgebiet. Auch im Leipziger Südraum wurde mit dem Bau schiffbarer Verbindungen das touristische Potenzial der Bergbaufolgeseen beträchtlich erhöht. Eine Schlüsselstelle dabei die Verbindung des Kospudener Sees mit dem Flusslauf der Pleiße. Seit 2006 ist die Schleuse am Nordufer fertiggestellt. Dann gewässerabwärts auch die Freigabe der neuen Konnewitzer Schleusen- und Wehranlage. Mit der Inbetriebnahme des Schleusenbauwerkes wird Gewässerkurs 1 Wirklichkeit. Wirklichkeit, womit vom Zentrum Leipzig über eine Wasserstraße von 11 Kilometern die Wasserfreunde bis in den Kospudener See gelangen können. Und neben den touristischen Qualitäten der Bergbaufolgelandschaften ist auch die Wasserqualität ein wichtiges Thema für die LMBV. Die Bergbaufolgeseen im Raum Hoyerswerda, speziell das Speichersystem LOSA 2, dienen vor allem der Spreeregulierung. Ein Schritt auf dem Weg, die Minimierung der Eisenoxidbelastungen im Bernsteinsee, dem ehemaligen Tagebau Burghammer. Ein weiterer Schritt mit einem Sanierungskatamaran, der Brandkalk unter Wasser einspült. Behandlung und Erkenntnisgewinn laufen dabei parallel. Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse, die auch im nördlichen Spreegebiet der Verbesserung der Wasserqualität dienen. Unter anderem mit der Reaktivierung der alten Grubenwasserreinigungsanlage bei Fettschau. Ablösen! Ablösen! Ablösen. Ablösen.
Die Arbeiten in Vetschau, eine von vielen Maßnahmen, um den nahen Spreewald langfristig vor der Verockerung zu schützen. Jahrelang im Blickpunkt der Tagebaum Meuro. Mit dieser Vergänglichkeit, mit diesem Wandel, mit dieser Metamorphose während der Entstehungszeit und aber auch eben diese Ansätze für die Zeit danach. Sehr spannend. Minister Woidke vor Ort zum Arbeitsbesuch. Nicht das einzige Mal und nicht nur auf dieser LMBV-Baustelle. Und ich möchte hier auch noch mal sagen, dass ich besonders auch als Lausitzer dankbar bin, mit welchem Engagement und mit welcher Kraft hier auch diese Dinge vorangetrieben wurden im letzten Jahr. Der Blick von der IBA-Terrasse. Live-Impressionen der LMBV-Arbeit für die Besucher über Jahre hinweg. Ein wichtiger Schritt dabei, die Vorbereitungen für die Flutung. Auf die Plätze, fertig. Marsch! Der Flutungsbeginn 2007, das Ende ca. 2017. Damit haben wir die zweite Phase der Braunkohlesanierung LMBV weit. Das heißt, in allen vier Bundesländern, Braunkohleländern abgeschlossen. Und das ist die letzte Flutung. Insofern sehr bewegender Moment. Am Ende wird hier ein 770 Hektar großer See mit Hafen entstehen. Für die Großräschener ergeben sich damit völlig neue Perspektiven. Erst recht, wenn die schiffbare Verbindung zum übrigen Seenland realisiert ist, durch den Ilse-Kanal. Der Baubeginn am Ilse-Kanal 2010. Die gut einen Kilometer lange Wasserverbindung zwischen Großräschener und Sedlitzer See. Mit Unterquerung einer Bundesstraße und einer Bahnstrecke. Spannende Bauarbeiten für Spezialisten. Der Ilse-Kanal, ein logistisch wie bautechnisch äußerst anspruchsvolles Projekt, über dessen Fortgang sich auch der Aufsichtsrat der LMBV bei seinen periodischen Befahrungen immer wieder eingehend informiert. Und auch im mitteldeutschen Revier, die LMBV schafft Zukunft. Wird Mitte dieses Jahres fertiggestellt sein und wir erwarten den Bescheid zur Flutung des Tagebaues so etwa im dritten Quartal, zumindest gegen Ende des Jahres. Und sicherlich wird das Antlitz der Region grundlegend verändern und auch die Lebensqualität. Im Geiseltal entsteht das größte künstliche Binnengewässer Deutschlands. Flutungsbeginn 2003. Jan Wasser Marsch. Schritte auf dem Weg. 2009 dann, die Geisel fließt wieder in den See. Ich sage hiermit Wassermarsch, Glück auf, allen Gutes, allen alles Gute. Und ich freue mich auf die nächsten Maßnahmen und die neuen Arbeitsplätze, die hier entstehen. Die Jahre der Flutung, für die Menschen am See Jahre des ungeduldigen Wartens. 2012 dann die teilweise Freigabe. »300 Jahre währte der Bergbau hier, knapp 20 Jahre die Sanierung durch die LMBV. Seit 2012 gilt nun wieder eine neue Zeitrechnung im Geiseltal.« Eine besondere Facette der LMBV-Sanierung, die Geutsche bei Bitterfeld. Nach rund 10-jähriger erfolgreicher Sanierung wurden hier 2002 beim Mulde-Deichbruch zwar die Flutungsziele vorfristig erreicht, doch auch viele Ergebnisse der bisherigen Arbeit zerstört. Und mit der Flut stellten sich neue Aufgaben, vor allem bei der Sicherung des Stadtgebietes. Ich drücke jetzt, ja? Ja. Also, der heilige Akt ist jetzt vollzogen. Zack. Saft ist dran, funktioniert alles. Und herzlichen Dank Ihnen, wenn das nicht gewesen wäre, dass Sie immer die Übersicht behalten hätten. Ja? Vielen Dank, Herr Staatsminister. Deswegen müssen Sie auch unbedingt weiterarbeiten. Noch viele, viele Jahre, bis alles geschafft ist. Ja? Vielen Dank. Die Region um Bitterfeld mit der Geutsche und Ferropolis ist inzwischen durch die LMBV-Arbeit eine gute Adresse, die sich herumgesprochen hat. Bei Wasserwanderern und Radstramplern, bei Gipfelbezwingern und Tiefseetauchern und bei Konzertenthusiasten.
Die nächste Muldeflut 2013 hat zwar wieder beträchtliche Schäden gebracht, aber Bitterfeld hielt stand. Auch dank der Katastrophenabwehr und der Hochwasserentlastung durch die LMBV. An der Goitsche wie auch im Südraum Leipzig. Es ist sicherlich ein Ereignis, was einem wehtut. Ein Gerät, ein Zeugnis der deutschen Industrietechnik im Braunkohlenbereich zu demontieren, ist schon schmerzhaft. Das Sprengsignal für die Förderbrücke, zugleich das Startsignal für die Sanierung des Tagebaus. 2004 der erste Spatenstich für den Infopavillon Kap Zwenkau. Erinnerungsarbeit und generationenübergreifende Aufbauarbeit zugleich. Zwenkau. Von der Stadt am Tagebau zur Stadt am See. Seit 2007 wird das sanierte Restloch geflutet und 2009 feiern Stadt, Freistaat und die LMBV gemeinsam das Hafenfest. Noch ohne Wasser im Hafenbecken, dafür mit Fantasie und Zuversicht. Doch der Zwenkauer See wird neben der Erholung auch dem Hochwasserschutz dienen. Das Schlüsselbauwerk dabei, die Verbindung zur Weißen Elster. Die gefährlichen bergbaulichen Hinterlassenschaften der Vergangenheit beseitigen und den möglichen Hochwassergefahren der Zukunft vorbauen. Zwenkau als ein Beispiel von vielen für die komplexe Herangehensweise der LMBV-Arbeit. Du hast deinen Grund zum Erzählen. Guten Tag, Hartmann. Im Mai 2013 die Inbetriebnahme des Hochwasserentlastungsbauwerks. Herr Kiumtschu hat mir gesagt, jetzt nicht Glück auf, sondern Wassermarsch. Also ahoi. Ahoi. Ein Erfolg, der die vielen LMBV-Erfolge erst ermöglicht, die gute Zusammenarbeit mit den Entscheidungsträgern des Bundes und der Länder, der Kreise und Kommunen. Ich freue mich jedes Mal im mehr als 15-jährigen Bestehen der LMBV. Beneide ich Sie um Ihre Aufgabe, denn Sie haben an und für sich immer noch Schönes mit uns gemeinsam zu eröffnen. Das ist aber auch die Aufgabe eines der größten Braunkohlesanierers weltweit. Facetten der LMBV. Ein Team mit Ausdauer und Sportqualitäten. Seit fast 4.745 Tagen unter der Leitung von Professor Dr. Mahmut Kuyumchu auf gutem Kurs. Glück auf und gute Fahrt für den weiteren Weg.